Ihr Lieben, der nächste Adventskalender ist auch auf meinem Kanal eingetrudelt und da bin ich so gespannt, weil den hatte ich noch nicht und das fand ich auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis super, denn ich liebe DM und ich finde die Produkte gut. Es handelt sich um, der ist so groß einfach, um diesen Adventskalender und zwar den von Alverde DM und da packen wir jetzt mal alle Türchen aus und schauen, ob sich das lohnt. Ich bin echt gespannt. Also wenn ihr auch so gespannt seid, dann bleibt dran. Viel Spaß! So, ich werde jetzt nicht nach Türchen gehen, denn ich habe den Adventskalender vorsichtig rausgenommen, also das Inlay quasi, damit ich die Türchen nicht kaputt mache. Und werde das dann behutsam wieder reinschieben. Das Ganze sieht jetzt, Hilfe, so aus. Ja, ich gehe einfach von rechts nach links oder irgendwie, ja, von rechts nach links, so kann ich es mir merken. Als erstes haben wir hier, finde ich ja süß, das Design, ne? Eine Fußlotion. Okay, ich bin nicht so der Fußpflegefreund irgendwie, also nicht, dass ich meine Füße nicht pflege, aber irgendwie ist das jetzt nicht so, wo ich denke so, okay, aber es wird sich auf jeden Fall der ein oder andere aus meiner Familie drüber freuen. Dann haben wir hier ein Schaumbad Bio-Brombeere. Was ist mit dem Zug? Das finde ich gut. Finde ich auf jeden Fall gut. Bio-Brombeere schmeckt bestimmt lecker. Lieber nicht. Riecht bestimmt sehr, sehr lecker. Was haben wir als nächstes? Waschgel Bio-Grüner Tee. Ja, soll ich mal schnuppern schon mal? Ich schnupper jetzt einfach mal. Ja, riecht jetzt auch nicht weihnachtlich, ne? Also, aber das sind, ich weiß jetzt noch nicht, ob das Sondereditions sind. Aber grüner Tee ist jetzt nicht so meins. Oh, hier kommt was in Originalgröße. Einmal Alverde All-In Mascara ist das, ne? So eine richtig buschige Bürste, wenn man lange Wimpern hat, die ich nicht habe, ist das sehr gut, aber ich werde es ausprobieren. Dann haben wir hier Bio-Lavendel-Körperlotion. Seid ihr ein Lavendelfreund? Ich ehrlich gesagt, oh, jetzt ist hier was rausgeflutscht. Jetzt muss ich mich halt damit eincremen. Ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Also, Lavendel, Bio-Vanille, Bio-Weinrinde, okay. Das ist schon wieder was anderes. Also Bio-Vanille, aber das ist alles so ein bisschen wirklich so Ökodüfte, ne? Wisst ihr, was ich mit Ökodüfte meine? Dann haben wir hier Bio-Vanille und Weinrinde Handcreme. Könnt ihr das sehen? Ja. Ja, die, das riecht genauso, also, ja. Oh mein Gott, in Originalgröße diesen Alverde Augenroller. Ich liebe den, ich liebe den. Ich wollte mir den neulich schon holen, aber jetzt, der hat hier so einen Chirurgenstahl. Das ist auf jeden Fall immer kühl und ich benutze, der gehört absolut zu meiner Morgenroutine. Das finde ich schon mal wirklich gut. Das ist das Erste, was ich richtig, richtig gut finde. Und das Badezusatz fand ich auch ganz okay. Dann geht es weiter mit Spülung, Nutri-Care-Spülung, Bio-Mandel und Argan. Ist natürlich schön, wenn das so kleine Probiergrößen sind, auch für die Reise. Es sind alles nicht so, ich mag ja eher so fruchtige Düfte. Hier haben wir eine Haarmaske, Kurkuma und Bio-Orange. Das könnte wiederum was werden in zwei solche Päckchen. Dann eine Feuchtigkeitsmaske, Kaktusfeige und Vanille. Ja, ist auch okay. Lippenmaske. Die sieht wiederum süß aus hier. Mit Honig. Die werde ich jetzt nicht aufmachen. Das finde ich okay. Ich glaube, das ist auch wieder eine Originalgröße. Denn hier wieder zusammengeknüllt. Eine Hydrofeuchtigkeitsspendende Maske. Also es ist süß designt.
Ja gut, wie will man das sonst verpacken? Die Masken sind ja auch so, wenn man die kauft. Dich in Tum Fußpeeling, Bio-Ingwer, Bio-Zitrone. Wie gesagt, Füße ist nicht so meins, aber ja, Fußpeelung, das würde ich vielleicht sogar ausprobieren. Schaumbad, Bio-Aloe Vera. Das klingt wiederum interessant. Also ist nicht fruchtig, aber finde ich, klingt trotzdem interessant. Mal richtig wieder hier reinbekommen. Immer. Dann haben wir hier Cremedusche, Bio-Baumwolle, Bio-Mandel. Wie riecht das nach Baumwolle? Hat jetzt ja auch nicht so einen speziellen Duft. Ne? Was ist das hier? Handmaske, Bio-Cranberry und Paranuss. Ja, Handmaske kann man mal ausprobieren. Also bis jetzt überzeugt mich der nicht so, weil das irgendwie, also ich dachte auch, ist es jetzt eine Sonderedition? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Aber gut, Alverde ist Naturkosmetik, aber es gibt auch viel Naturkosmetik, so Lavera und sowas. Die haben ja auch eher fruchtigere Sachen. Also ich dachte, es ist schon winterlich von den Inhaltsstoffen so, von den Duftträgern, aber es ist nicht so meins. So mit so dieses Holzige. Mal weiter schauen. Fußmaske, Bio-Cranberry und Paranuss. Na, da werden die Füße aber sehr glücklich sein, wenn sie diesen Adventskalender bekommen. Schreibt mir auch mal unbedingt, welchen Adventskalender ihr euch holt. Ja, wie gesagt, ich hatte schon in meinem anderen Video, ich finde, das ist so, ich hätte auch gerne den Goodie Box oder den von Make-Up Revolution, der hat ja auch einen und so viele, aber der von Ritual zum Beispiel, der ist wunderschön, also von dieser 3D-Adventskalender, ich finde das so innovativ, müsst ihr mal vorbeischauen, der ist aber auch sehr teuer und aber wunderschön sieht er aus, ne? Auch von den Produkten, aber ja, ich finde, dieses Jahr ist so gefühlt die Grenze 65 Euro. Ich werde mir einen Beauty-Adventskalender kaufen, wahrscheinlich den Amazon-Beauty-Adventskalender. So, was haben wir hier? Duschpeeling, Bio-Ingwer, Bio-Zitrone. Gut, ist auch winterlich. Ich finde es auch, ich weiß gar nicht, einerseits finde ich schön, dass das so diese einheitlichen dunkelgrüne Verpackung und dann so kleine hier verschiedene Grafiken hat, aber, also hier diese kleinen Dinger, ne, Bilderchen, aber irgendwie finde ich es jetzt auch nicht so, der haut mich nicht um, ich habe mich da sehr drauf, Nutricare Shampoo, Bio Mandel und Bio Argan, also bestimmt sehr gute Produkte von den Inhaltsstoffen, aber es riecht halt nicht so fruchtig frisch, ne. Dann haben wir hier Pflegedusche Bio Lavendel. Auch wieder Lavendel, Leute. Ich mag kein Lavendel. Nee, mag ich nicht. Mochte ich irgendwie noch nie. Es gibt ja auch diese Lavendelkisschen. Diese, die man sich zum Schlafen so in das Kopfkissen legen kann. Pflegedusche Bio Mandarine. Boah, das ist das erste, was so ein bisschen fruchtiger ist. Riecht auch ganz so. Also, ja. Okay. Ja. Wir haben noch zwei über. Schreibt mir, habt ihr den oder nicht? Also für welche, die das so fruchtig mögen, ist es nichts. Aber von den Produkten an sich ist es okay. Schaumbad Bio-Mandarine. Das ist auch wieder gut. Ich brauche es nicht super süß, aber so dieses Fruchtige, dieses, kann ich gar nicht beschreiben, eher so orange und warm und fruchtig zu Weihnachten. Das finde ich toll. Körperlotion Biorose. Das war auch das letzte Türchen tatsächlich, ja. Es ist okay. Aber, ja, was sagt ihr? Ich glaube, es gibt so, die Zielgruppe ist nicht so groß, ne? Klar, Alverde DM finde ich gut. Make-up hätte ich mir jetzt, also hätten die jetzt einen Make-up-Adventskalender, den hätte ich nicht gekauft, weil ich finde die Make-up-Produkte nicht so gut. Aber, also da finde ich Lavera besser. Aber
Die Pflegeprodukte finde ich immer gut. Insofern weiß ich, dass die Pflegeprodukte gut sind, aber vom Duft her. Ja. Ich bin ein bisschen down, muss ich sagen. Was sagt ihr? Ist das euer Geschmack? Also, die, die das nicht süß mögen und lieber wirklich diese Naturdüfte lieben, für die ist das auf jeden Fall was. Auf jeden Fall. Und das meine ich wirklich wertfrei, aber für mich persönlich, die Schaumbäder sind auch gut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, sehr über ein Abo. Wirklich, also ich finde das immer toll, wie unsere Sailor-Community wächst und über eure lieben Kommentare freue ich mich immer. Also, ja, Küsse gehen raus an euch und dann bis zum nächsten Video.